Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Chemische Untersuchung des Guano aus den Inseln der peruanischen Küste. Guano ist eine gelblich-braune, erdige Substanz eigener Art, ohne sonderlichen Geschmack und mit einem dem Bibergeil ähnlichen Geruche begleitet, deren sich die Peruaner seit Jahrhunderten als eines Düngemittels bedienen. Die Vorratskammer desselben sind benachbarte felsige Inseln der Südsee, von welchen solcher jährlich in großer Menge nach dem festen Lande geholt wird, da in dessen Ermangelung der größte Teil des, ob schon an unterirdischen Naturschätzen so reichen Perus, nur eine unfruchtbare Sandwüste sein würde. Obgleich frühere Schriftsteller über Südamerika schon des Guanos erwähnt haben, mit der Nachricht, dass man solchen für animalischen Ursprungs und zwar für Vogelmist halte, so hat doch noch niemand die Neugierde gehabt, ihn nach Europa kommen zu lassen. Und seit Ulau, also seit 1745, ist dieser merkwürdige Substanz nie mehr gedacht worden. Umso dankenswerter ist es, dass Herr Alexander von Humboldt während seines Aufenthalts in jenen Ländern auch auf diesen Gegenstand seine Aufmerksamkeit gerichtet und einen für die chemische Untersuchung bestimmten Vorrat desselben mitgebracht hat. Die Inseln, auf denen der Guano gegraben wird, hat Herr von Humboldt nicht selbst besucht. Er hat aber von denen, die damit handeln, genaue Erkundigungen darüber eingezogen. Das Wesentlichste davon enthält ein Memoir de l'Institut de Sciences, Paris, 1806, befindlicher Aufsatz von Fourcroy und Vauquelin über das Guano mit der Nachricht, dass man bei der chemischen Prüfung konkrete Harnsäure als dessen Hauptbestandteil gefunden habe. So seltsam das Vorkommen dieses Stoffs im Guano auch scheinen mag, so hat sich doch dessen Dasein in den von mir angestellten Untersuchungen völlig bestätigt, an deren Darlegung ich ein mehreres Interesse zu knüpfen beabsichtige, indem ich folgenden von Herrn von Humboldt gefälligst mir mitgeteilten Beitrag zur Geschichte des Guano voranschicke. Der Name Guano, die Europäer verwechseln immer Hua mit Gua und U mit O, bedeutet in der Inka-Sprache Mist, mit dem man düngt. Das Verbum düngen heißt Guanunchani. Die ursprünglichen Einwohner von Peru glauben alle, dass der Guano Vogelmist sei. Nur von den Spaniern bezweifeln es viele. Sonderbar genug, dass sich die Guano-Inseln und Klippen alle zwischen dem 13. und 21. Grad südlicher geografischer Breite befinden, dadurch südlicher und nördlicher die Schar von Kormoranen, Flamingos und Kranichen gleich zahlreich zu sein scheint. Bei der Stadt Arica verbreitet die kleine Isla di Guano einen solchen fürchterlichen Gestank, dass die Schiffe deshalb sich der Stadt nicht ganz zu nähern wagen, wie schon Feuillet bemerkt. In Arica sind längst dem Ufer große Magazine gebaut, in denen der Guano aufbewahrt wird. Wenn man bedenkt, dass seit dem 12. oder 13. Jahrhundert wenigstens schon die Gewohnheit herrscht, mit Guano zu düngen, dass viele Millionen Kubikfuß davon auf dem sandigen Teile von Peru verstreut wurden, da die Möglichkeit des Ackerbaus längs der Seeküste ja bloß auf diesem köstlichen Mittel beruht. Wenn man also bedenkt, dass der Guano noch immer in gleicher Menge geliefert wird, ja, dass nach jetzigen Erfahrungen die Vögel auf einer Insel in vielen Jahren nicht ein paar Schiffsladungen hervorzubringen scheinen, so erstaunt man über die lange Reihe von Jahrhunderten oder über die Menge von Vögeln, welche dazugehörten, jene Guano-Schichten aufzuhäufen.
Der frische Vogelmist, den man auf den Felsen um Uaura und in anderen Orten der Südseeküste sieht, bildet eine dünne weißliche Kruste, welche sogar dem braungelben Guano gänzlich unähnlich sieht. Ich zweifle zwar keineswegs, dass der Guano ebenfalls Vogelmist sei, aber es fragt sich, ist er auf denselben Inseln entstanden, in denen man ihn jetzt gräbt, oder haben ihn Naturevolutionen dort zusammengehäuft? Deutet er auf eine Epoche, in der es auf dem überschwemmten Erdkörper eine noch größere Menge Wasservögel gab als jetzt? Gleichsam wie die Steinkohlenformationen auf eine ungeheure Üppigkeit alter Vegetation hinweist? Oder ist der Guano in einem Zustande der Dinge entstanden, welcher ganz dem jetzigen ähnlich ist, und haben nur viele Jahrtausende dazu gehört, um ihn Stratum, Superstratum zu solchen Schichten anschwellen zu lassen? Wenn man auf den peruanischen Äckern Massen von 300 bis 400 Kubikfuß Guano angehäuft sieht, fühlt man sich von allen diesen Fragen gleichsam bestürmt. Ich wage keine bestimmte Meinung darüber zu äußern. Langer Aufenthalt auf den Klippen und Inseln der peruanischen Küste, aufmerksame Beobachtung der Menge Unrat, welche viele tausend Kormorane und Flamingos gegenwärtig in einem Jahr liefern, wird künftig einmal zur Entscheidung dieser Fragen leiten. Was aber wird aus dem peruanischen Ackerbau, was aus der Bevölkerung der Küste werden, wenn die Guano-Inseln erschöpft sind? Ein dortiger Landmann tröstet sich mit der Idee, dass Lehmgruben und Gipsbrüche in Europa ja auch nicht erschöpft würden. Eben als dürfe man den Guano wie Gips und Lehm als etwas Unorganisches betrachten. Unerachtet man auf dem Meer nieset und von dem fürchterlichsten Gestanke beängstigt wird, wenn man einem Guanero, einem Guano-Fahrzeuge begegnet, so leidet die Gesundheit der Matrosen auf dem Guanero doch gar nicht dabei. Ich habe die meisten von sehr schöner, blühender Gesichtsfarbe gesehen und noch dazu reizbarere weiße Menschen, die aber schon 10 bis 12 Jahre in einem so unreinlichen als uneinträglichen Handel, in dessen Geruch gewöhnt waren. Sonderbar genug, dass man trotz dieser Erfahrungen in Arica die häufigen Wechselfieber dem Guano-Geruch zuschreibt. Warum findet man nicht Guano auf der Insel Santo Lorenzo, dem Callao gegenüber, an der Küste von Lima oder auf anderen Inseln nördlich von Lima, welche doch alle auch von zahlreichen Vögeln bewohnt sind? Ulloa sagt, dass wenn man die Tiefe betrachtet, in der Guano gegraben werde, er spricht als Augenzeuge, da er die Guano-Inseln selbst besucht hat, so müsse man glauben, es sei eine Erde, aber der Geruch spreche dagegen. Doch glaube er, dass viele Erde mit dem Vogelmiste im Guano eingemengt ist. Und darin spricht die Analyse tatsächlich für ihn. Freezer, der die peruanische Küste im Januar 1712 bis 1714 bereiste, war im Hafen von Arica und auf der Insel Iquique, südlich von Arica. Auf dieser Insel wurde der Guano durch Neger gegraben. Er erstaunte ebenfalls, wie die Vögel solche Massen hätten hervorbringen können. Doch versicherte er, dass man in großer Tiefe Vogelfedern gefunden habe. In Arica, wo man für 3.000 bis 400.000 Taler Pfeffer anbaut, düngt man jede Pflanze 3-mal mit Guano. Beim Anwurzeln, beim Blühen und Fruchtansetzen. Unter der Regierung der Inkas wurde der Guano als ein wichtiges Objekt der Staatswirtschaft betrachtet. Es war bei Todesstrafe verboten, die jungen Vögel auf den Guano-Inseln zu töten.
Jede Insel hatte ihren Aufseher. Jede war unter gewisse Provinzen verteilt. Denn von Arica bis Coquay auf 200 Seemeilen Länge düngte man bloß mit Guano. Aus dieser Vorsorge wird begreiflich, wie der Guano so beträchtlich habe zunehmen können. Alle diese schönen Ordnungen ist umgestürzt. Man gräbt jetzt zu jeder Jahreszeit, weil der Guano ist nicht das einzige Beispiel eines sonderbaren peruanischen Düngers. Bei Villa Cori düngten die alten Peruaner gar mit vom Meere ausgeworfenen Sardellen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.